sag mal so, bei der Stuntman-Schule muss er sich mit diesem Hüpfer nicht bewerben. Und beim Pannendienst auch nicht. So sichert man eine Unfallstelle nämlich nicht. Ich erkläre dir mal, wie es wirklich geht. Sollte plötzlich dein Motor qualmen oder ein Reifen platzen, sofort die Warnblinkanlage einschalten. Wenn dein Flitzer noch fahrtüchtig ist, versuche einen Parkplatz oder eine Haltebucht zu erreichen. Ansonsten Standstreifen oder rechter Fahrbahnrand. Autoräder nach rechts richten. Beim Auffahrunfall verhindert das, dass das Auto wieder auf die Straße katapultiert wird. Bei Dunkelheit Standlicht einschalten. Motor aus und Warnwesten an, dann alle Insassen auf der Beifahrerseite aussteigen lassen und das Warndreieck aufstellen. Ein geöffneter Kofferraum warnt übrigens zusätzlich. Jetzt sollten alle zu einem sicheren Warteplatz gehen, ohne die Fahrbahn zu überqueren. An der Autobahn hinter die Leitplanke. Falls das Fahrzeug verlorene Ladung oder Fahrzeugteile den Verkehr gefährden, unbedingt die Polizei rufen und als letztes den Pannendienst anrufen. Also was lernen wir daraus? Am Ende ist es gar nicht so schwer, bei einer Panne nicht Panne dazustehen. Ist euch noch ein lustiges Fail-Video vor die Nase gehüpft? Dann schickt es mir und ich mache so schnell es geht ein React-Video draus. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Hier oben geht's weiter mit dem nächsten Video, also bis bald, dein Tim.